Mai 2021, Aufgabe 6. Wir können mal einen kurzen Blick reinwerfen. Also hier ist das Schaltbild. Das sieht jetzt verhältnismäßig kompliziert aus, aber da wir ja schon letzte Woche jetzt diese Rein- und Parallelschaltung mit jeweils drei Widerständen gemacht haben, sind wir da ja schon so ein bisschen gewöhnt an die komplizierteren Schaltungen. Und hier ist es dann eigentlich das Große und Ganze, nur den Überblick zu wahren, um zu schauen, welche Widerstände sind jetzt wirklich in dem aktuellen Betrieb hier relevant. Ich würde das ganze Ding rauszeichnen. Das gibt euch die Zeit, das eben auch mitzuzeichnen. So, ich habe hier die 0, dann die 1, die 2, die 3. Ich mache es mal so hin, dass es nicht im Weg ist. Genau, dann haben wir hier die drei Widerstände, 3. Manchmal ist es auch gut, wenn ihr halt so Sachen auf euch rauszeigt. Nett. Nämlich damit beschäftigt ihr euch halt dann schon mal indirekt mehr mit der Aufgabe. Und wenn dann Sachen so ähnlich drankommen, dann kann man sie sich halt nochmal besser merken oder erinnern, wie das da war. Deswegen ist Zeichnen eigentlich nie verkehrt. Also gerade beim Maschinenbaustudium, da haben wir auch so oft halt, da hättest du auch die ganzen Aufgaben ausdrucken können und hättest die ganze Konstruktionszeichnung auf ein Blatt Papier gehabt, aber du hast halt nochmal deutlich besser verstanden, wenn du auch selber es dir rauszeichnen musstest. Ist zwar ein bisschen zeitaufwendiger, aber das Zeichnen hilft dann. So, und von Grund aus ist es jetzt hier auf Schalterstellung 0. Und im Endeffekt gehen wir jetzt nur hier diese verschiedenen Schaltungen, Schalterstellungen durch in der Aufgabe und müssen uns dann eben die gewünschten Sachen ausrechnen. Hier ist die 1, da ist 2, da ist 3. Und hier ist schon sehr gut eingezeichnet worden. Diese Knotenpunkte sind essentiell wichtig. Also zwischen dem Widerstand R1 und R2 haben wir so einen Knotenpunkt, zwischen 2 und 3. Dann hier über dem 1er und hier unten nochmal. Also das ist dann, wo drei Linien ineinander reinlaufen. Und fürs Grundverständnis nochmal hier, denkt man vielleicht auch, es könnte Grund sein, aber da liegen die Linien einfach übereinander, die Leitungen. Also da sind die nicht elektrisch leitend miteinander verbunden. Also nur wo ein Knotenpunkt ist, da fließt der Strom auch oder teilt sich der Strom, oder wenn es eine Wasserleitung eben hast, würde jetzt das Wasser eben in die entsprechenden Richtungen fließen. Aber hier bei dem Kreuzungspunkt, da liegen die Leitungen übereinander und berühren oder ja, haben keinen Austausch miteinander. Okay, habt ihr das soweit abgezeichnet? Ja. Marcel, willst du, wenn du mal links hier daneben schaust, mir mal sagen, was ich für Werte aus der Aufgabenstellung jetzt in das Schaltbild übertragen kann? Und ich muss uns gerade mal zur Seite schieben. Ich kann es tatsächlich ganz schlecht sehen. Da steht aber Sitzheizung mit 12 Volt, ne, ausgestattet. Genau, ja, genau. 12 Volt, Genau. das ist unsere Gesamtspannung. Ja, also jetzt ist es da gerade, weil das Schaltbild so groß ist, da echt klein. Aber ich glaube, es geht gerade noch so. Also genau, aber ich gehe nachher gleich auf das Schaltbild von meinem, das ich gezeichnet habe, und dann haben wir eigentlich. Das ist relativ Okay. schön. Na, kannst du die Widerstände auch lesen?
R1 sind, glaube ich, 2 Ohm. Genau. R2 sind, glaube ich, auch 2 Ohm. Genau. Und R3 müssten 4 Ohm sein. Perfekt. Genau. Und wenn ihr euch jetzt entsinnt, das ist jetzt vom Aufgabentyp her, was gegeben ist, ganz, ganz ähnlich zu der Einführungsaufgabe, die ich gemacht habe. Du hast die Gesamtspannung gegeben und du hast alle Werte von den Widerständen. Das ist eigentlich so, wo du dann nicht so ganz eben, bei manchen Aufgaben musst du so hinten rumdenken, weil sie da eben manchmal dann zwei Widerstände nicht geben, dafür geben sie dir irgendwo einen Strom und irgendwo nochmal eine Teilspannung und dann musst du erstmal irgendwie die Gesamtwiderstand oder die einzelnen Widerstände rauskriegen, um den Gesamtwiderstand rauszukriegen. Und so ist es eigentlich vom Grundsetup am einfachsten, wenn du einfach jeden Widerstand hast und die Gesamtspannung. Genau, dann kann ich einmal meine Formel nehmen, also Uri. Genau, lass mich noch kurz rausschreiben, was wir bei der A suchen. Strom ist Schalterstellung 1. Kannst du mir da die Abkürzung geben? Nochmal bitte. Also bei der A oder beim ersten Punkt heißt Strom in Schalterstellung 1. Kannst du mir da die Abkürzung nennen, welche Variable ich das suche? Also für was steht Strom, für welchen Buchstaben? Ach so, für I. Genau, also das I. Und weil wir es ja in Schalterstellung 1, also das ist jetzt, wenn wir jetzt hier auf Schalterstellung 1 gehen, ich kann es Ja. ja mal markieren, dass wir bei der A die Schalterstellung 1 haben. Das heißt, wir würden so unser System umschalten. Genau. Und wir wollen jetzt den Strom. Und wenn jetzt nur Strom dran steht, dann meinen die eben I. Gesamtstrom oder halt Strom, weil es in der Aufgabe vermutlich nur einen Strom gibt. Und wir können auch gerne die ganzen anderen Aufgabenstellungen rausschreiben, dann brauche ich nämlich nicht mehr rüber switchen. Bei der B, Spannung an R1. R2 steht, sorry, also R2 ist der klein wahrscheinlich. Also, Spannung an das R2 ist in Volt. Schalterstellung 2. Genau, die Spannung, also das ist Volt. Genau, das heißt, an unserem Widerstand R2 hier oben wollen wir dann in Volt die Spannung und das heißt, wir wollen dann da U2 haben. Genau. Das heißt, hier ist U2 gefragt und das wäre dann, wenn wir uns aber die Schalterstellung 2 anschauen. Also da würden wir dann eben den Ast hier nehmen, okay? Genau. Und bei dem dritten Punkt Wäre dann U gesamt gesucht. wären wir dann bei der C. Da wären wir bei der Schalterstellung 3. Das würde ich jetzt in braun machen. Da müssten wir jetzt so rübergehen. Und da ist es der Gesamtstrom, also da wäre es jetzt auch I gesamt. Genau, Was wir I. suchen? Nicht I. Nee, ich hatte U gesamt gesagt, aber es war I Ah ja, gesamt. sorry, du hast U gesagt, Ja, aber das genau, war Strom ist I. Ja. mein Fehler. Und wir wollen auch noch in der Schalterstellung 3 die Gesamtleistung. Weißt du noch, wie die Gesamtleistung? Ja, P. Genau, sehr gut. Und wir Also P wollen noch gesamt. P gesamt. Supi, dann haben wir alles. Dann kann ich jetzt auch hier auf groß gehen und dann haben wir das Problem mit diesem klein und schlecht sehen nicht mehr. Okay, dann darfst du mal beginnen. Also, wir gehen jetzt mal. Du siehst, jetzt würde ich mal schauen, dass du mir jetzt mal sagst, wie wir jetzt hier verfahren müssen. Also, wie fließt jetzt unser Strom durch die Leitung? Also, wir würden jetzt hier Genau, starten in grün. dann würde da starten, je nachdem, auch was für eine Stellung wir den haben, gehen wir jetzt von 1 aus. Genau, wir gehen von 1 aus, also das Grüne. Richtig. Und fließt dann nach oben durch die Schaltung, genau, und verteilt sich da dann praktisch und geht hoch in die Widerstände. Genau, jetzt sind wir in welchen Widerständen, siehst du das, ja? Ja. Und dann geht er durch den Zweier auch durch? Genau. Durch den Dreier? Ja. Und dann? Zurück, also nach unten praktisch. Genau. Und teilt sich da jetzt praktisch dann halt auch nochmal wegen dem Knoten. Aber Genau, er fließt halt teilt sich jetzt auch. hier oben auf, aber er geht hier hin und was ist hier? Genau, das Ende. Genau, ist Ende, deswegen brauche ich den Weg nicht zu verfolgen, das heißt, ich kann hier zurück. Okay.
Hier, guck mal, an dem Knoten hätte ich mich auch aufteilen können. Ja. Oder muss ich? Aber wenn du das siehst, gehen wir auch hier ein totes Ende rein. Das stimmt. Deswegen brauchst du die beiden nicht, die anderen nicht verfolgen. Okay. Aber immer an jedem Knoten, und hier müsstest du eigentlich auch. Also hier, also wir haben ja vier Knotenpunkte, eigentlich musst du an jedem Knotenpunkt schauen, was die andere Richtung macht. Aber da die ja zu unserem grünen Ding nicht dazugezählt, kannst du die da immer vernachlässigen. Ne? Also nämlich, wir sind ja jetzt nicht rosa und nicht braun. Deswegen kannst du eben jetzt eben immer an den Knotenpunkten nur wirklich das nehmen, was dann nachher wieder zurück zu dem Spannungsquelle führt. Aber eine kurze Frage, stand in der Aufgabenstellung, stand das drin, dass die zweite Einstellung halt auch auf Null steht, beziehungsweise jetzt in dem Falle Sorry, vielleicht null. ist es mit den Farben ein bisschen durcheinander. Also, die Sache ist die, das ist halt, wenn es Sitzheizung, das ist halt so ein Einstellungsknopf und der kann entweder auf der 0 sein, auf der 1, 2 oder 3. Also, Ja, das ist korrekt, aber ich rede von dem rechten, ob der dann auf Null gestanden hätte. genau, die sind genau, also das ist ein zentraler Schalter, den du umstellst und dann gehen beide gleichzeitig. Ach so, Also, okay. genau, also das ist ein Schalter und dann hast du halt zwei und also es kann nicht sein, dass auf der einen Seite die 1 ist und auf der anderen die 2. Okay. Also die gehen gleich. Also wenn es anders wäre, müsste das in der Aufgabenstellung drinstehen. Ja, aber guter Hinweis. Also das könnte ja zu Verwirrung führen, ne? Ein bisschen. Ja. Aber wir können noch mal kurz reinblicken. Also hier steht ja hier, okay, hier muss, wenn du mal in IHK in die komplette Aufgabenstellung reinschaust, die nicht gekürzt ist, dann steht da halt wirklich drin Schalterstellung 1. Und wenn Alles halt klar. Schalterstellung 1 drinsteht, musst du halt überall, wo Schalterstellung 1 möglich ist, auf 1 gehen. Ja, nämlich ansonsten wäre es erraten. Also wenn du jetzt hier sagst, da steht zwar Schalterstellung 1, aber hier mache ich 1 und hier mache ich 3, dann müsstest du das ja irgendwie begründen, ne? Eben. Genau. Und meistens da gar nicht so viel nachdenken, sondern wenn 1 dran steht, dann halt überall 1 machen. Okay. Gut, dann kommst du ja mit der jetzt eigentlich schon mal gut voran. Dann würde ich mal beim Robin nachfragen. Ja. Wüsstest du schon, also jetzt hat Marcel hier gut vorgelegt, wir haben jetzt unsere Schaltung, die genauso aussieht wie bei der letzten Einführung, meine Reihenschaltung mit drei Widerständen. Wüsstest du, wie wir da jetzt hinkommen, Richtung Gesamtstrom zu bestimmen? Nun ist ja ist eine Reihenschaltung Mhm. und da sind die Ströme ja eigentlich alle gleich. Ja, also Genau, ich das müsste heißt, ich jetzt schreibe mal die Formel auf, dann hast du ja ist I Gesamt. Ja, ist gleich U durch R, also Warte mal, du U hast erst die Formel Gesamt. ja gesagt, dass alle gleich sind, ne? Ja, genau, ach so, ja, genau. Aber genau, also das heißt, haben wir einen Strom, haben wir alle Ströme. Genau. Genau, jetzt darfst du gerne die zweite Formel nennen, was du erraten. So, das wäre jetzt I Gesamt wäre durch U Gesamt durch R Gesamt in dem Fall. Und dann müssten wir natürlich erstmal alle Widerstände zusammen addieren, weil in der Reihenschaltung addieren die sich ja. Genau, also du hattest, also du kannst, es gibt die Formel direkt in der Formel, es gibt aber auch die URI-Formel und kannst umstellen, aber genau, kannst du eigentlich Genau. die direkt verwenden. Und jetzt können wir es mal genau ein bisschen anders machen, sonst mache ich es immer Schritt für Schritt, also Einzelschritte und rechne einzelne Sachen aus. Und du würdest jetzt direkt in die Formel hier das für R Gesamt Nee. reinsetzen, oder? Also in der Prüfung würde ich schon mehr den Rechenweg für R gesamt aufschreiben, ne? Also ich würde schon Also sagen, R du kannst es gesamt. auch so machen. War mal das Alternativ, das habe ich bisher in den Videos noch nicht gezeigt. Also du kannst es auch hier so nehmen und jetzt die Formel für R Gesamt hier einsetzen. Wie ist die Formel für Okay. R Gesamt? Das wäre R1 plus R2 plus R3. Genau. Also das habe ich jetzt bisher noch nicht gezeigt. Das wäre das, was ich, wenn ich die selbst lösen würde, so machen würde, weil ich dann weniger schreiben müsste und es wäre trotzdem vollständig und jede Formel wäre vorhanden. Nämlich jetzt musst du halt, jetzt ist es auch komplett alles drin, ne? Du hast jetzt die Formel für R Gesamt da jetzt eingebaut schon. Und kannst es auf einmal machen. Das einzige Problem, was sein könnte, wenn du jetzt noch nicht so mit dem Taschenrechner umgehen kannst und eine Klammer hier vergisst, oder das ist nicht der, könnte ein Fehler entstehen. Aber im Normalfall sollte es klappen. Was hast du für U Gesamt für einen Wert? 12 Volt. Genau, und für die Widerstände? Habe ich ja 2, 2 und 4. Genau. Und jetzt kann ich gleich mal hier meinen Emulator mal kurz hier reinziehen. Genau, und jetzt würde ich auf den Bruch gehen, die 12 eintippen, runtergehen, die 2, plus die 2, plus die 4. Und wenn ich jetzt auf ist gleich tippe,
kommt das raus, 3/2. Beziehungsweise ihr könnt es euch auch so anzeigen mit dem S zu D. Habt ihr auch? Ja. Gut. Lukas, welche Einheit? Ampere. Sehr gut. Weil es ist ja Volt durch Ohm und das ergibt Ampere. Genau. Okay, top. Dadurch haben wir jetzt schon die A. Und dann können wir noch zu der B dann. Lukas, willst du vielleicht gerade sagen, Jo, also kann jetzt ich können wir machen. das Grüne ignorieren, jetzt gehen wir mit dem Rosa an weiter. Jo, da gehst du dann im Endeffekt einmal da hoch sozusagen. Du gehst durch den Teilwiderstand R2, R3 durch. Da geht Genau. ja sozusagen jetzt nichts großartig verloren. Dann geht man im Endeffekt wieder weiter runter. Ja. Dann könnte man es auch nochmal so einskizzieren, dass das hochgeht zu der 2 und dann ist Aber da ist es ja tot. genau, dann zeige ich noch das lieber nicht rein. Ich habe eh schon genug Linien drin. Genau, dann gehst du einfach unten wieder weiter geradeaus. Genau. Also jetzt hast du den Knotenpunkt mir erklärt, wieso du jetzt hier nicht weiter kannst. Kannst du mir jetzt auch mal erklären, wieso hier du nicht mehr weiter verfolgst? Das wäre nachher bei der 3 interessant, bei der Genau, Schalterstellung aber bei der 3. Schaltung. Warum der da jetzt nicht durchgeht? Ja, wieso du da jetzt den nicht den noch einzeichnest, weil du hier auch ein totes Ende hast, Ja, ne? genau, da ist ja nichts. Genau, Also. aber und wir können auch noch hier nochmal nach links laufen, also über den R1. Ja. Aber was ist hier? Wäre auch tot dann nachher. Genau, wäre auch tot. Also wir haben hier, laufen hier in die 1er Schaltestellung rein und hier in die 3er, aber die haben wir nicht, ne? Ja. Deswegen haben wir jetzt ja wirklich nur den hier. Ja. Okay, dann würde ich nochmal Marcel nachfragen. Marcel, was haben wir jetzt für einen Schaltungstyp? Was hat der Lukas da jetzt erzeugt? Inwiefern? Inwiefern? Also was für ein was war damit gemeint? Ja, haben wir jetzt eine Reihenbahn oder eine Parallelschaltung hier? Sekunde, wenn ich mit der 2 gehe, dann habe ich auch eine Reihenschaltung. Genau, Oder eine Reihenschaltung von wie vielen Widerständen? 2. Genau, und jetzt wollen wir U2 rauskriegen. Genau. Hast du eine Idee, wie man da ansetzen kann? Oder was man da zuerst berechnet? Ja, für U2 können wir hingehen und also durch den Widerstand und durch I können wir teilen, weil wir haben ja jetzt I gesamt. Da musst du jetzt aufpassen. Wir hätten zwar I Ah, gesamt, Moment. aber für eine andere Ja, genau, Schaltung. wir müssen das teilen. Also wir können nicht I gesamt, sondern wir müssen ausrechnen für I1. Aber welche Formel würdest du jetzt allgemein nehmen? Also du würdest, also wenn du schon weißt, du bist bei einer Reihenschaltung, dann kannst du alle Reihenschaltungsformeln nehmen, alle drei. Genau. Und welche kannst du immer benutzen? Die der Robin hier eigentlich schon aufgeschrieben hat. Für I, also I1 gleich I2 gleich I3. Ja, die gehört zur Reihe dazu, die hier, aber die allgemeine, die egal für welchen Typ gilt, ist das Ohmsche Gesetz des Uri. Ach so. Genau, also das Uri wirst du immer brauchen müssen. Also immer. Bei jeder Aufgabe. Also nicht unbedingt bei jeder Teilaufgabe, bei jeder Stromaufgabe wird Uri drankommen. Und entweder schreibst du es dir so auf, Uri, oder schon in der umgestellten Form, wenn du weißt, dass du es auf I brauchst, wie der Robin es vorgeschlagen hat. Ja gut, dann kann ich es umdrehen. Dann wäre es halt ganz normal wie eben, wäre es dann U durch R gleich I. Genau. Aber jetzt müssen wir uns hier auch wieder so langsam vorantasten. Also U2 können wir jetzt nicht direkt bestimmen. Wir Genau. müssen meistens immer den Umweg gehen, wenn wir Einzelwiderstände haben, erst den Gesamtwiderstand auszurechnen und dann geht es weiter. Okay. Das Dann heißt, jetzt was würdest du empfehlen jetzt Richtung Gesamtwiderstand? Also Uri wird man irgendwann brauchen. den Gesamtwiderstand haben wir ja mit den 8 Ohm. So. Ja, da war es ein Schritt zu Jetzt. schnell. Ach so, Moment, nee, wir haben ja da insgesamt, wir haben ja an R2 anliegen 2 Ohm und wir Ja. haben an R3 haben wir 4 Ohm. Das Genau. heißt, das Deswegen wären dann schreibst du die direkt Formel auf. R Gesamt ist. gleich R2 oder kann man auch direkt eintragen, 2 Ja, aber Ohm. ich würde es dir ja aufschreiben. Jetzt hast du ja auch 8 Ohm. Jetzt wolltest du ja auch die 8 Ohm von hier verwenden. Ja, das wäre aber falsch Alle, gewesen. deswegen schreib es da lieber auf. Nämlich, wenn du da einen Denkfehler drin hast, kurz, dann fehlen dir nachher relativ schnell 2, 3, 4 Punkte. Also R Gesamt ist der R2 und der R3.
Und welchen Wert haben wir für R2? Die Werte einmal 2 Ohm Genau. und einmal 4 für Super. R3. Genau, und jetzt, da können wir jetzt schnell aufaddieren und können jetzt sagen, jetzt haben wir 6 Ohm. Okay? Korrekt. Was bringen wir jetzt die R-Gesamt? Also was habe ich jetzt für einen Vorteil, wenn ich jetzt R-Gesamt habe? Was könnte ich jetzt da ausrechnen? I Gesamt. Genau, weil du jetzt hier URI hast, dann mache ich mal das URI, was ich da geschrieben habe, schiebe ich noch ein bisschen runter. Genau. Jetzt können wir die URI hier nehmen und eigentlich jetzt genauso wieder umstellen, wie es da im Robin hatte. Richtig. Und die Gesamtdinger hinmachen. Also I Gesamt ist U Gesamt durch R Gesamt. Und welche Zahlen setzt du jetzt ein? Moment, U Gesamt, was hatte ich denn da stehen? Die 12 Volt Genau, 12 Volt. geteilt durch die 8 Ohm. Aufpassen, nicht 8. 6. Ja. Ja, ich hab immer die Dings drin. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das einzige große Fehlerpotenzial, dass man da ein bisschen durcheinander kommt und dann von der A oder von woanders die Werte nimmt und sie dann eben falsch eintippt. Aber 12 durch 6 kriegen wir wahrscheinlich auch im Kopf 2 hin. Ampere. Sehr gut. Genau. Jetzt haben wir zwar den Strom hier. Aber am Ende wollen wir ja nicht den Strom haben, sondern U2 haben. Genau. Hast du eine Idee, wie wir da jetzt rankommen? Wenn wir mit 2 Ampere haben, dann ist das ja unser I-Gesamt. Mhm. Der Robin hat da jetzt gerade schon eine Formel hingeschrieben, die wir bei der A jetzt nicht gebraucht haben, aber jetzt wäre sie gut. Robin, welche war denn das? Die steht ja da vorne. Die steht ja da, U ist gleich R mal I. Genau, die steht Wo? hier mit den Ui. Strömen. Ich sehe es nicht. Ach so, da, ja. Genau, nämlich jetzt, wenn wir einen Strom in der Reihenschaltung haben, haben wir alle Ströme. Also 2 Ampere dann. Das bedeutet, nicht nur unser Gesamtstrom ist 2 Ampere, sondern I2 und I3 Ist auch. haben auch 2 Ampere. Okay. Ja. Kriegst du jetzt vielleicht raus, wie du dann auf U2 kommst? Ja, ich kann den Widerstand R2, kann ich mal I2 nehmen. Genau, also du nimmst die URI-Formel, also Genau. U2 ist, also U ist R mal I Genau. und du machst jeweils da 2 heran Richtig. und zack, setzt jetzt welche Werte ein? Ja, dann wäre es einmal, also für R2 würde ich eintragen die 2 Ohm. Ja. Und für I2 würde ich dann eintragen die 2 Ampere. Sehr gut. Und 2 mal 2 sind? 4. Sehr gut. Und Einheit? Ja, Volt. Sehr gut. Und damit hast du die B jetzt auch gelöst. Genau. Also es sind manchmal so Kleinigkeiten, wo man ein bisschen durcheinander kommt. Ja, mit den Widerständen. Manchmal ins Straucheln, aber an und für sich ist es einfach. Oder, Marcel? Wie ist da dein Eindruck? Ja, es ist, ich vertue mich noch zu oft, weil ich wäre wahrscheinlich jetzt in der Hektik, in der Prüfung hätte ich wahrscheinlich jetzt mit den 8 Ohm gerechnet. Ja. Da muss ich einfach ein bisschen mehr aufpassen. Ja, aber ein bisschen aufpassen und mehr üben. Nee, wenn du mehr übst, hast du mehr Sicherheit und dann machst du weniger Leichtsinnsfehler. Jawohl. Gut, dann hast du das sehr gut gelöst. Gut, die A hat jetzt im Großteil der Robin gemacht, die B die Marcel und dann Lukas, dann darfst du an die etwas schwierigere C mal ran. Oder warte mal, dann lass ich den Kreislauf, hat mir ja den. Dann Robin, sag du mir mal den Kreislauf, wie ich es verbinden soll. Und der Lukas macht danach dann weiter. Ja, die 3. Also wir gehen quasi von der 3 eigentlich nur über den R3 Genau, also wir gehen erstmal. hoch Dann hier über genau, den dann hoch in. R3 und dann Genau. wieder runter, oder? Dann wieder runter. Und jetzt kommt halt der Knackpunkt. Wir haben halt eine Verbindung zwischen der 3 und der Genau, das heißt, 1. jetzt müssen wir hoch und jetzt sehen wir, shit, es geht ja hier weiter, ne? Und Genau. jetzt gehen wir hier hoch und rüber. Dann wieder hoch durch R1, durch R2. Genau, jetzt noch weiter rüber bis zu dem Knotenpunkt, ne? Genau, bis zu 1. Und jetzt können wir hier hoch zu R1 Genau. und gehen jetzt hier weiter und dann. Nochmal durch den R2 und dann haben wir Genau, durch den unseren Kreis nochmal R2 und jetzt sind wir geschlossen. wieder da, ne?
Und wir hätten ja noch die anderen Knotenpunkte, aber die sind zum Glück nicht nochmal verbunden. Nämlich wenn jetzt R2 auch noch zu wäre, hätten wir ja hier nochmal irgendwie eine zusätzliche Leitung. Aber die ist zum Glück nicht. Aber ist ja jetzt schon komplizierter als die anderen beiden. Dann gehen wir hier zurück. Und jetzt sieht es so aus. Okay, bin ich einverstanden. Lukas, hast du da noch ein bisschen einen Überblick oder ist das jetzt schon... Ja, also ich sag mal, wenn man sich das ja bildlich vorstellt, ist das ja dann in dem Sinne eine Parallelschaltung. Würde ich jetzt sagen, weil ja der Widerstand R3 parallel zu den Teilwiderständen R1 und R2 steht. Oder ist das so Genau, oder nicht? so ist es. Also man muss es an den Knotenpunkten anschauen. Hm. Und kannst du mir noch mal kurz sagen, welche zwei jetzt, also du hast ja gesagt, der A3 ist ja alleine, ne? Ja, also im Endeffekt ist ja, sage ich mal, R1 und R2, das ist ja wieder oben in Reihe, sage ich mal, Genau, also die geschalten. beiden sind zusammen in Reihe. Genau, das könnte man sich ja auch einskizzieren. So, und dann hättest du den Teilwiderstand R3, den hättest du da drunter, also dass das so parallel dazu steht. Genau, also Halt. du musst halt gucken, welche zusammengehören, also welche zusammen in Reihe sind. Und der R3 ist ja durch diesen Knotenpunkt von den anderen getrennt. Ja. Und der ist dann parallel dazu. Ja, ich glaube, jetzt sind wir da ein bisschen zügiger drüber. Also Lukas, du hast es auf jeden Fall verstanden. Hast das Video von mir aber auch vorher, glaube ich, auch schon angeschaut. Ja, ich habe es mir halt auch schon mal angeschaut. Genau. Und da habe ich es, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Wie, und jetzt die Spannungsquellen, ist jetzt egal, wo du es eigentlich dran machst. Du kannst jetzt daran machen, wir hätten auch darüber gehen können. Genau. Robin, wie ist es bei dir? Kannst du das nachvollziehen? Ja. Marcel, wie ist es bei dir? Ja. Auch? Okay. Gut, nämlich das ist eigentlich der schwierigste Part an dieser Aufgabe. Und es gibt nochmal andere ähnliche Aufgaben, wo du auch aus so einer Schaltung das eben rauslesen musst. Wie jetzt die verbunden sind. Nämlich, wenn du da halt leider einen Fehler machst, dann wird es mit dem Rechnen. Also, dann kannst du so gut wie du willst rechnen, aber es wird nicht mehr richtig. Okay, gut, Lukas, dann. Nochmal, dann hat der ja 2 Ohm, der 2 Ohm und der 4 Ohm. Und jetzt haben wir ja schon mal das erste Mal jetzt wirklich eine gemischte Schaltung. Das heißt, wir haben einen Teil, der ist in Reihe und einen Teil, der ist parallel. Und jetzt muss man gucken, dass wir die Formel nicht untereinander durchmischen, sondern eben an den richtigen Stellen richtig verwenden. Wie würdest du vorgehen, Lukas? Also ich würde erstmal schon mal hinschreiben, dass I gesamt auf jeden Fall ja gesucht ist. Ach so, Gut, das das haben wir hast hier du, oben, ach ja? so, hast du schon da oben geschrieben, ja. U gesamt haben wir ja schon gegeben auf jeden Fall mit 12 Volt. Ja. Würde jetzt so vorgehen, dass ich sonst, ich sag mal, aufschreiben würde, R1, R2 ist gleich R1 plus R2, würde ich erstmal ausrechnen. Genau, weil du da eine Reihenschaltung hast. Weil ich da die Reihenschaltung habe, dann habe ich da meine 4 Ohm sozusagen ermittelt. Ja, lass mich kurz schreiben. 2 Ohm plus 2 Ohm sind 4 Ohm. Und ich würde es farblich jetzt noch ein bisschen hervorheben. Du hast jetzt aus den beiden einen R1-2 gezaubert. Ja, genau. Und dann könnte ich im Endeffekt R gesamt aufschreiben. Warte mal, ich bin noch nicht ganz so weit. Genau, dann würdest du den R gesamt und wie würdest du den ausrechnen? Da würde ich hinschreiben, ist gleich R1,2 mal Ja. R3 Ja. geteilt durch R1,2 Ja. plus R3. Ja. Ja. Das machst du eigentlich sehr gut, dass du jetzt das Komma da rein machst. Ich bin da ein bisschen faul. Man kann auch einfach nur die Zahlen nacheinander schreiben. Also, man kann So. jetzt, also, wenn du das Komma machst, dann kann Ja. man es natürlich deutlich sehen, dass es jetzt hier nicht Ja, Widerstand genau. 12 ist, sondern Widerstand 1, 2. Ich finde es Wenn so ihr übersichtlicher halt dann so. es sauberer macht, könnt ihr dann Komma machen. Das mache ich meistens immer ein bisschen schlampig. Nämlich, es gibt manche Aufgaben, da musst du 6 Widerstände miteinander kombinieren. Und dann heißt es einfach mit mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ohne das Komma. Und ja. Aber wenn er sauber macht, dann sollte er da ein Komma machen. Ja. Gut, Marcel, Ja. die Formel, passt dir die? Passt.
Genau. steht drin bei der Parallelschaltung, dass wenn wir mit zwei Widerständen dann Sehr rechnen, gut, dass das wir hätte ich nämlich jetzt die. gefragt, nämlich wann du die anwenden darfst. Nämlich bei der letzten Einheit hatten wir ja drei Widerstände, da durften wir die nicht nehmen. Korrekt. Und jetzt bei zwei Widerständen ist die sehr zu empfehlen, weil die deutlich einfacher ist als die mit dem Kehrwert. Genau. Marcel, willst du mir vielleicht kurz die Zahlen nennen, die wir hier einsetzen sollen? Ja, das ist also 4, also R gesamt gleich 4 mal 4 geteilt durch 4 plus 4. Genau. Jetzt vielleicht noch eine erweiterte Frage. Das kannst du jetzt ohne Taschenrechner ausrechnen. Nämlich, Ja. wenn du, also nur, also so, also wenn ich jetzt, warte mal, ich will so darauf hinaus. Wenn du zwei gleich, wenn die zwei Widerstände gleich sind in Reihe, dann weiß man automatisch was. Wenn ich zwei Widerstände habe in Reihe, die den gleichen Wert haben, weißt du eigentlich auswendig oder wenn du das gelernt oder auswendig gelernt hast, dann weißt du, was für einen Wert er hat. Oder wie du es berechnen musst. Hast du da eine Ahnung? Nein. Lukas, weißt du es? Ja gut, also ich sag mal jetzt, im Endeffekt musst du da ja nur die 4 mal 4 zusammenrechnen Aber weißt du es bei... nicht auswendig? Also wenn ich jetzt sage, Was ich habe meinst zwei gleiche Widerstände. Robin, weißt du es? du? Nee, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus Ja. willst, um ehrlich zu Okay, sein. also da kommt zwei oben raus. Wenn du zwei gleiche Widerstände parallel hast, ist es immer die Hälfte von einem. Also wenn du ein Hunderter hättest mit einem Hunderter parallel, weißt du, ohne zu rechnen, dass da 50 rauskommt, der Gesamtwiderstand. Ach so, ja. Also du kannst jetzt zwei Themen eintippen, also jetzt hier, wenn du es eintippst, hier, also 4 mal 4 sind halt 16 und 4 plus 4 sind 8, 16 durch 8 sind 2. Genau. Wenn du das jetzt für 100 machen würdest, also 100 mal 100 durch 100 plus 100, ist es schon ein bisschen unübersichtlicher, aber es klappt halt für alle Zahlen, weil du da dann eben 10.000 hast. Ja. Durch 200 kürzt du die Nullen weg und hast 100 durch 2 sind 50. Genau. Also das ist nochmal was in einer eventuellen mündlichen Prüfung immer gut ist, wenn einfach einer sagt, ja, was passiert denn, wenn ich zwei gleiche Widerstände in Parallelschaltung habe? Wie ist da mein Gesamtwiderstand? Wenn du einfach dann weißt, durch 2 ist gut. Und für solche Aufgaben auch nochmal als Überprüfung. Okay, das untere mache ich nochmal weg, glaube ich. Sonst... Okay, gut, Lukas, dann darfst du weiterarbeiten. Jetzt haben wir den Gesamtwiderstand mit 2 Ohm. Ach so, ja, da könntest du jetzt halt aufschreiben, I Gesamt ist gleich U Gesamt durch R Gesamt. Genau die Formel, die der Robin ja da hingeschrieben hatte. Und das sind ja dann die 12 Volt durch die 2 Ohm, was wir gerade ermittelt haben. Und da hast du dann 6 Ampere raus, ne? Um 6 Ampere. Genau, so ist es. Genau. Man muss es halt nur aufpassen. Ich glaube, der einzige Fehler ist es bei den Aufgaben, dass man irgendwie denkt, ja gut, R gesamt habe ich ja schon irgendwo anders gehabt. Ah ja, bei der A hatte ich dann irgendwie 8 raus oder hier hatte ich 6 raus. Ich nehme jetzt einfach irgendwo einen anderen Wert für den Widerstand. Das ist die Gefahr, wenn du es ein bisschen unübersichtlich aufschreibst, dass du. Oder vor allem, wenn du bei so einer Aufgabe jetzt sagst, ich komme da jetzt gerade nicht weiter, ich muss in der Prüfung zum Beispiel anstatt der Aufgabe 2 jetzt die Aufgabe 5 machen und ich habe noch Zeit und springe dann nachher wieder zurück zu der, dann hast du halt ein bisschen ein Problem, wenn du es unübersichtlich aufgeschrieben hast. Dass du dann mal einen falschen Widerstand von einer anderen Aufgabe nimmst. Okay, aber an und für sich ist die eigentlich straightforward. P gesamt? Marcel, hättest du da die Formel? Was denn für? Für P gesamt, für die Gesamtleistung? Ja, kleiner Augenblick. P ist gleich. Wo hatte ich es denn? Für die elektrische Leistung. Ach so, P ist gleich U mal I. Genau. Und in unserem Fall U gesamt mal I gesamt. Genau. Willst du mir die Werte noch geben? Dann haben wir die Aufgabe nämlich fertig.
U-Gesamt sind ja die 12. Ja. Mal I-Gesamt hatten wir jetzt. Bezieht sich das auf die letzte Schaltung? Genau, ja, genau. Okay, Bezieht sich auf gut. letztes, deswegen habe ich es damit eingeordnet. Also die P-Gesamt bei Aufgabe bei C bei Schalterstellung 3. Okay, dann wäre es mal die 6 Ampere. Sehr gut. Ja, alles andere wäre ein bisschen verwirrend, wenn Sie jetzt dann irgendwie gefragt hätten, ja, wie ist es denn in Schalterstellung 1? Ja. Dann hätten wir ja alles nochmal ruhig rechnen müssen. Ja, aber dann wäre es echt unfair, nämlich dann ist es eigentlich nur eine Leseaufgabe gewesen. Genau. Kommen dann raus 72 Watt. Sehr gut. Okay. Habt ihr aufgeschrieben? Ja. Gut, dann würde ich sagen, die Aufgabe passt. Nur mal kurz am Rande, so fürs Verständnis. Vielleicht stehe ich jetzt super am Schlauch. Doch, gern immer wieder. Kannst du fragen? Aber wir haben ja jetzt gesagt, das ist eine gemischte Schaltung mit. Also, der Strom geht ja erst durch 3, also von der 3 durch den R3. Und Mal. dann. Also du gehst jetzt, wenn du hier so läufst, ne? Also, ich gehe quasi ganz von dem ersten linken Schalter hoch, ne, von dem Punkt 3, gehe ich hoch und gehe in den R3. Warte mal, welcher bist du mal im Ersatzschaltbild oder in dem Bei der letzten roten? Aufgabe jetzt, bei der letzten Aufgabe, beim Gesamtschaltbild, genau. Beim Gesamtschaltbild. Okay, also Ja. den braunen Weg jetzt, meinst du, ne? Genau, den braunen Weg gehe ich. Wo gehst du hoch? Hier hoch? Genau, vom Anfang an, von der 3, von der quasi 12 Volt, Ja? U-Gesamt, gehe ich hoch, R3, dann runter und dann teile ich mich ja wieder auf, ne? Mhm. Wieder auf den Dreier Ja. und gehe dann zu dem Knotenpunkt 1. Ja, hier? Oder Müsste ich an hier? der Stelle nicht, ab der Stelle könnte ich doch eigentlich nicht mehr mit 12 Volt rechnen, oder? Weil nach R3 dürfte ich doch keine 12 Volt mehr haben, oder? Das ist halt allgemein das Prinzip einer gemischten Schaltung. Also du würdest sagen, weil der halt hier schon abfällt, was, und dann hättest du weniger. Ja. Das ist immer, du musst es immer gesamtheitlich sehen. Also diese Elektronen, die da durchfließen, die wissen ja auch nicht, wo vorne und nicht, wo hinten ist. Na gut, das stimmt. Ja. Okay. Genau. Also Ja. dieses fällt ja Okay. immer irgendwie gleichzeitig ab. Also das geht ja, du bist da mit so Elektronen unheimlich schnell, bist da mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs und die hüpfen da durch. Also das ist ja nur für uns eine Vorstellung. Dass man das eben so deuten kann mit so einer Schaltung und der eine steht jetzt vorne und der andere steht hinten. Aber physikalisch wissen die Elektronen das halt nicht, wo sie jetzt eben abfallen und wer zuerst ist. Okay? Okay, alles klar, verstanden. Danke. Okay, gut. Ansonsten noch eine Frage? Nein. In der Prüfung, wenn wir hingehen, wie jetzt, wo wir C berechnen, wenn wir uns da nochmal einfach so eine eigene kleine Zeichnung machen. Ich meine, ist zwar zeitintensiv, aber wäre jetzt nicht das Problem. Na, einfach zum Verständnis halber. Ja, also ich würde da empfehlen, also wenn wir jetzt noch die weiteren Aufgaben machen, also gerade wenn du eben gemischte Schaltung hast, dann würde ich immer irgendwie ersichtlich machen, welche du zusammengefasst hast. Okay. Nämlich, wenn der das korrigiert und du schreibst jetzt halt hier nur was auf, dann ist es eben deutlich schwieriger in der Rechnung, das nachzuvollziehen, was du zusammengezählt hast, als wenn du das bildlich hier hast. Ja, Genau. verständlich. Okay. Ich habe Gut, auch. also ansonsten sonst, Lukas, hast du noch eine Frage? Ich will mal so gerne wissen, also wann sinkt denn die Spannung? Also wann wird die Spannung denn reduziert? Also kann man sich das irgendwie so vorstellen, dass dann auch so ein Spannungsabfall gibt? Also Also es fällt ja über jeden Widerstand fällt ja entsprechende Spannung ab. kann man sagen, umso höher der Strom ist, das bewirkt dann auch einen größeren Spannungsabfall am Innenwiderstand oder wie muss man das verstehen? Da müsste ich mir jetzt auch, also du hast halt eine Gesamtspannung. In der Reihenschaltung kann man sich das am einfachsten, in der Reihenschaltung kann man sich das am einfachsten vorstellen. Also wenn du jetzt das Grün hier hast, in der Reihenschaltung, da fällt über jeden Widerstand eben eine Spannung ab. Deswegen ist der, also die Formel für die Reihenschaltung ist ja U Gesamt ist U1 plus U2 plus U3. Da kannst du das am einfachsten vorstellen. Und über
Der Spannungsabfall über den Widerstand 1, den Spannungsabfall über 2 und der Spannungsabfall über 3 sind genau gleich groß wie deine Gesamtspannung. Was wäre jetzt, wenn jetzt beispielsweise da ist irgendwo eine Lampe oder so angeschlossen? Eine Lampe ist genauso zu sehen wie mit dem Widerstand. Du kannst auch einfach Okay. sagen, du könntest auch sagen, du hast hier Lampe 1, Lampe 2, Lampe 3. Okay. Ja. Und eine Lampe, Nur. die zeichnet man immer mit so einem Kreis ein und mit so einem X, oder? Genau, das Zeichen von der Lampe ist das hier. Ah ja, okay. Ja, das Und wenn wäre. es eine LED wäre, würdest du es höchstwahrscheinlich genauso einzeichnen. Also sagen wir mal so, einfach das Zeichen, dass da halt irgendwie was leuchtet. Also wenn du nur einen Widerstand hast, dann wird da eigentlich nur der Strom in Wärme umgewandelt. Ja. Und bei einer Lampe wandelst du trotzdem den meisten Teil trotzdem auch in Wärme um und halt einen kleinen Teil in Licht, Helligkeit. Ja. Okay. Okay, und Da das wollte ist so das Grundprinzip in der Reihenschaltung. In der Parallelschaltung haben wir ja alle U's sind gleich, also U1 gleich U2, U3. Das heißt, da fällt überall der gleiche Spannungs, hast du über den gleichen Spannungsabfall. Und wenn ihr jetzt das nochmal deutlicher verstehen wollt in einer gemischten Schaltung, das ist halt nochmal deutlich komplizierter. Da kannst du es gar nicht so einfach sehen, weil du da ja beide Formeln miteinander verbinden musst. Und du merkst ja schon, da wird es beim Berechnen ja schon schwieriger. Und deswegen reicht es auch euch vollkommen aus, wenn ihr die Grundkenntnisse habt, was in der Reihenschaltung im Spannungsabfall passiert und was in der Parallelschaltung im Spannungsabfall passiert. Und in der gemischten Schaltung müsst ihr dann halt so ein bisschen damit leben, weil ihr das ja auch wild in den Formeln hier miteinander kombiniert oder halt eben zusammensetzt, dass es da dann halt gar nicht mehr so einfach ist nachzuvollziehen. Aber da tue selbst ich mich schwer, wenn du jetzt sagst, das komplett im Detail zu verstehen. Aber das ist auch gar nicht Sinn und Zweck jetzt eurer Ausbildung, dass ihr darüber dann noch mehr wissen wollt. Also ich probiere es bestmöglichst zu beantworten, aber um die Elektrotechnikaufgaben zu rechnen, müsst ihr da nicht noch tiefer in die Theorie einsteigen. Also das war wirklich, also das war eine Prüfungsaufgabe. Ja, von 2021. Okay. Wie Wie viele viele Punkte Punkte hat die gibt's soweit? gegeben? Ja. Ich glaube so 12 oder 15. Okay, krass. Genau. Ordentlich. Ja. Und vielleicht nochmal vom System her, von den Prüfungsaufgaben. Also das war jetzt, glaube ich, eine, die ich von den Vertiefungsaufgaben relativ neu geholt habe. Jetzt würde ich eigentlich eher nochmal mit ein bisschen einfacherer weitermachen. Die sind dann vor 2018 oder vor 2017. Das sind dann die Aufgaben, die eben nicht mehr aktuelles Prüfungsniveau haben, aber nochmal gut, um reinzukommen sind. Das heißt, die überfordern dich nicht. Und die kannst du dann wahrscheinlich auch für dich dann eben die nächste Zeit mal so anschauen und einfach mal kurz mitrechnen. Und dann gehen wir dann wieder vertiefend später auf die schwierigeren rein. Okay, aber ich würde jetzt fast sagen, wir machen jetzt einfach mit Elektrotechnik weiter, weil Volkan ja auch das mit der Statistik vorgeschlagen hat. Dann würde ich das beim nächsten Mal machen, nämlich jetzt immer da drin und packen uns da jetzt nochmal zwei Aufgaben raus. Und machen die weiter, nämlich dann kriegt man die, die ich im Video habe, hier auch weiter durch, wenn es euch recht wäre. Ja. Völlig in Ordnung. Ja. Gut, nämlich hier habe ich das jetzt auch gerechnet. Genau, auch 45 Minuten gebraucht. Genau, ah ja, jetzt kommt das Männchen. Das ist, Robin, man erinner kennt's, dich. man Robin kennt's. war Ja. Okay, und das geht sehr ähnlich in die Richtung. Wir machen halt wieder eine schöne Zeichnung. Aber das ist jetzt trotzdem irgendwie von 2017. Das gehört jetzt eher zu den älteren Prüfungsaufgaben, die jetzt eher nicht ganz den Umfang haben, wie es aktuell jetzt in den Prüfungen ist. Genau, das ist Mai 2017. Aufgabe 5. Ihr habt die letzten Sätze schon gerechnet, oder? In der Marcel, Robin? Ja, Bitte? Ihr wir habt hatten die im Unterricht, wir haben die gerechnet, aber ich glaube, ich würde sie nicht mehr können. okay, dann ist ja gut. Dann haben wir das, wiederholen wir das jetzt noch und danach können wir es wieder. Oder sehr gut. Dann. Kenne es doch aus der Ausbildung halt, ne? Ich habe das irgendwann mal, also. Ja. Also der Kopf hier ist hier nur Dummy, also den bräuchte man eigentlich gar nicht.
So, wir haben hier ein A, wir haben hier ein B, wir haben da ein C und dann ein D. Und hier oben haben wir den Widerstand RA. Da haben wir auch nochmal ein RA. Da haben wir ein R. R. Und hier haben wir ein RB. Und da haben wir auch ein RB. Wir haben eine Gesamtspannung von 24 Volt. Und bei dem RA sind wir bei 500 Ohm. Bei dem hier auch natürlich, ist ja auch RA. RR 20 Ohm. Und RB 800. Gut, den Widerstand verdecke ich jetzt gerade ein bisschen, die Gesamtspannung, aber ich würde jetzt gerne die Aufgabenstellung noch kurz abzeichnen und dann. Weitermachen. Also, bei der A wollen wir jetzt den Strom in Milliampere haben, wenn wir nur Klammer A und B betrachten, also unsere Spannung zwischen A und B anlegt. Bei der B, also hier ist es dann der. Strom und in dem Fall eben ja Gesamtstrom. Milliampere. Bei der B ist es so, wir wollen oder legen die Spannung zwischen A, B und C, D an. Und wir wollen da auch den Strom wissen. Milliampere. Und bei der C. Also die C baut eigentlich auf die B drauf auf. Und da wollen wir, also ich mache da jetzt gar keine neue C hin. Also das ist auch mit A, mit dem System AB zu CD. Und da wollen wir den Strom haben. Aber also das ist nur eine kleine Zusatzaufgabe dann. Wenn U jetzt auf einmal 120 ist. Okay, das heißt, ich habe alles von der Aufgabenstellung. Ich gebe euch noch kurz Zeit zum Abzeichnen. Wann habt ihr die Aufgabe gemacht? Erst vor einer Woche oder vor zwei? Nee, da haben wir relativ am Anfang, als wir mit Elektrotechnik angefangen haben, Okay. nachdem wir, glaube ich, die Reihen- und Parallelschaltungen so durchgesprochen haben. Wir haben auch hier so ein Buch, hatten wir, also das ist keine Werbung, das sind einfach so Sachen, die hatte er uns ausgedruckt. Ja. Ich kann mal gerade gucken. Ich meine nämlich, dass diese Aufgabe auch da drin war. Die war da drin, naja. Ja, ne? Oder Bin drin. mir fast Okay. sicher, dass die da drin war. Ich meine auch, wir hätten die aus dem Buch genommen. Das sind halt auch einfach Prüfungsaufgaben. Ja, hier steht sie sogar. Das sind halt auch einfach Prüfungsaufgaben, hat er Ja. gesagt, die er uns zusammen gemacht hat. Okay. Gut. Also ich würde mal tippen, also der B-Teil mit dem Gesamtstrom, das ist das Schwierigste, aber ich glaube, den Anfang, den kriegt man noch relativ gut hin. Erinnerst du dich da, wie die A war?
Wasser? Tatsächlich nicht, aber ich habe eine Ahnung. Also wenn ich hier hingehe von A, ich sag mal, an A liegt mein Strom an und der geht durch beide Widerstände RA zu B, dann ist es ja einfach, dann kann man erkennen, dass es eine Reihenschaltung ist. Das Genau, heißt. also eigentlich, wenn du das jetzt so ein bisschen in deine Richtung jetzt, also das, ähnlich mal, dann könntest du einfach die Klammer mal hier so hinsetzen und die hier so hin und dann würde das so aussehen, ne? Ja, genau. Und dann hätten wir eben, ja, das System hier, so, aber hier haben wir ja einen Knotenpunkt, das geht ja noch nach unten, aber was machen wir mit dem hier? Gute Frage. Robin, was habt ihr jetzt hier bei der mit dem Rumpf hier noch gemacht und mit den Beinen? Aber ich war an dem Tag nicht da, mit dem Rumpf. Das ist ja, der liegt ja dann quasi hinter den beiden, also hinter RA, ne? Also müsste ich den dahinter einzeichnen. Müsste ich den Okay, mitnehmen. Lukas, was würdest du sagen? Das wäre jetzt gerade für die A gar nicht erst relevant, oder? Sehr Das gut. wäre, Und wieso? weil das dann für die B relevant wäre. Das ist nicht die Begründung. Aber Oder? teilweise Ich schon, teilweise schon, weil du ja sagst, ja gut, wenn irgendwo, wo, weshalb muss das ja da sein? Also Also sagen wir so, ist das jetzt nicht, also sagen wir bei, so, nee, ich das, meinte jetzt bei der aber, A. Lukas, das ist die Lösung für die schriftliche Prüfung, aber nicht die Lösung für die mündliche Prüfung. Also in der Ja, das, mündlichen Prüfung ja. kannst du nicht sagen, ja gut, in der B werde ich es wahrscheinlich brauchen, deswegen lasse ich es mal in der A weg. Aber Nein. es ist tatsächlich so, aber ich hätte gerne eine bessere Begründung. Kriegst du einen hin? Also bei der ist das im Endeffekt, dann ist das eine Parallelschaltung, oder nicht? Nee, nee, also wenn das dazu kommt, dann wird es nachher eine gemischte Schaltung. Ach, Aber fuck. Ja, da ist ja nur A, B gefragt, okay. jetzt ist die Sache, genau, jetzt ist nur A, B gefragt. Die richtige Lösung wäre, ihr müsst eigentlich nur an die Aufgabe weiter oben denken. Ihr könnt jetzt hier, also wir gehen jetzt mal durch. Also wenn ich jetzt hier von A loswandere und würde jetzt auch hier meinen roten Strom zeichnen, der hier durchgeht, dann gehe ich hier hin, hier gehe ich weiter und habe hier einen geschlossenen Stromkreis. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe, habe ich einen offenen Stromkreis und deswegen bringt es nichts. Es ist wie bei der Aufgabe davor mit dem Schalterstellung, dass ihr halt irgendwo in ein totes Ding reingeht und da geht es nicht weiter. Das heißt, hier ist halt offen und offen fließt der Strom nicht. Das heißt, du kannst zwar mal gucken nach unten, aber hier bei C geht es nicht weiter, bei D geht es nicht weiter, deswegen kannst du auch hier in dem Knotenpunkt aufhören. Naja, gut, also man hätte jetzt sagen können, das ist einfach dann IAB, also ist einfach eine Reihenschaltung, ist das und fertig. Genau, aber es wäre halt noch gut, wenn du das eben ja, gesehen hast. Also wir interessieren uns nur für den oberen Teil. Also hier, alles, was unterhalb von dem Hals oder von meiner Fliege ist, ja, ist weg in der A. Okay. Dann ist das ja relativ simpel Genau, das eigentlich. heißt, wir haben eine sehr simple Reihenschaltung von zwei Widerständen. Aber eine kurze Zwischenfrage. Wenn jetzt unten an C oder an D ein Verbraucher hängen würde, dann würde es aber gehen, so wie der Lukas gesagt hat, ne? Es hängt an C und D schon ein Verbraucher. Also hier hängt schon was. Wenn ihr, also, nee, sorry. Es hängt hier an Verbraucher, an Widerstand, aber wenn du zwischen C und D eine Spannungsquelle hättest oder eine Batterie, Ja. dann ja, aber auf das gehen wir Okay. ja dann eher bei der B dann ein. Okay. Ja. Also wir könnten nachher auch noch den Fall behandeln, wenn wir nur C und D hätten, was wir dann machen würden. Was wäre, wenn jetzt bei RR beispielsweise irgendwo ein Schalter oder so wäre? Also hat das irgendeinen Einfluss? Also Wenn du was hier wäre, einen Schalter hättest, wenn da ein Schalter? würde das auf die A-Aufgabenstelle nichts ausmachen, weil wir eh ab hier tot sind. Hm. Ja. Bei der B wird's was ausmachen. Aber da Ja. kommen wir jetzt noch drauf. Also jetzt machen wir mal erst die Aufgabenstellung A. Und die ist jetzt sehr einfach. Also ich könnte das jetzt hier nochmal rauszeichnen, aber hier sieht es ja. Ja. Also zwei in Reihe mit 500. Und wir wollen jetzt Gesamtstrom. Wie gehen wir vor, Marcel? Genau, wir rechnen unseren Gesamtwiderstand zusammen. Also R gesamt ist gleich R1 plus R2. In dem Genau, in Fall also unserem Fall RA plus RA plus RA. RA. Genau, das sind halt die 500 Ohm plus die 500 Ohm. Ja. Entschuldigung. Gesundheit. Danke, dann habe ich 1000 Ohm. Genau, dann Ja. kommt wieder meine Formel ins Spiel, also URI.
Genau, weil ich R gesamt und ich habe und U gesamt. Das heißt, ich stelle um. Ja. Das wäre dann U durch R gleich I gesamt. Ja. In dem Falle dann U die 24 Volt. Doch Volt. Geteilt durch die 1000 Ampere. 1000 Ohm, Entschuldigung. Sehr gut, ja, passt. Ja, aber ist gut, wenn ich selber korrigierst, dann ist kein Problem. Was habe ich gesagt? Genau, die 24. 24 durch die. Habe ich 0,024 Ampere. Genau, und das Ziel der Aufgabe ist es, in Milliampere anzugeben. Genau, das heißt, ich muss die mal 1000 nehmen. Dann komme ich auf Sekunde. Ja, auf 24 Ampere. Milliampere, Entschuldigung. Genau. Sehr schön, das wäre die A gewesen. Also kein Problem. Die war noch einfach. Ja, die Teilaufgabe B wird schwieriger. Jetzt müsst ihr mir nochmal sagen, also das Hauptding ist erst hier zu erkennen, was bedeutet denn, also jetzt hatten wir A und B, sind unsere Spannungsquellen. Also zwischen A und B legen wir eine Spannung an. Jetzt legen wir aber zwischen A, B, C, D die Spannungsquellen an. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass wir 24 Volt an A und an B anlegen und die dann Richtung C und D fließen. Nee, das müsste es dran stehen, dann müsste es so dran stehen. Dann müsste es dran stehen zwischen A, B hast du Quellen und C, D. Ach so, Dann okay. wäre es so, also dann hättest du, aber dann hättest du, das war jetzt auch gerade das, wo ihr drauf hinaus wollt. Also wenn es jetzt so wäre, dann hättet ihr hier oben euren geschlossenen Kreislauf und ihr Genau. hättet hier unten euren geschlossenen Kreislauf. So. Und dann wäre der Rumpf aber außen vor. Dann hättest du hier unten eine separate Schaltung und da oben eine separate. Korrekt. Oder warte mal, vielleicht, aber also entweder, das wäre das einfach, aber sagen wir so, wir hätten es definitiv dann, wenn wir hier jetzt zwischendrin einen Schalter hätten, was der Lukas gemeint hat, dann der offen wäre. Dann hätten wären wir es auf jeden Fall separat, aber ich glaube, so könnte es sogar sein, dass wir hier eine Rückkopplung haben und es so kompliziert wird, dass ich das jetzt auch auf Anhieb nicht berechnen könnte. Deswegen, würde ich das jetzt eben eher mal ausklammern, dass es für euch relevant ist. Weil ihr dann da angeschlossen habt, da auch, und die sind dann trotzdem noch elektrisch verbunden. Also warte mal, das könnte sogar sein, dass du so, also du könntest jetzt damit dann ja die Spannung darüber transformieren, also das ist dann, geht vielleicht in die Richtung von einem Transformator oder sowas. Oder im Energieübertrag, aber viel zu kompliziert für das, was ihr jetzt macht. Oder braucht. Das heißt, das ist es nicht. Ihr müsst einfach mal nicht denken, sondern einfach das machen, was da steht. Also im Endeffekt wollen wir auch einfach nur zwei Klammern so nebeneinander haben. Und unsere eine Klammer ist halt AB und die andere ist CD. Das bedeutet jetzt nämlich, ich ziehe das, glaube ich, nochmal rüber, dass ich da. Mal. Mach's noch mal so. Und schmeiß jetzt auch hier die A raus. So. Und jetzt ist die Sache, ihr müsst einfach mal befolgen, was da steht. A, B ist meine eine Klammer. Das bedeutet, ich mache jetzt nicht so, sondern ich mache das hier. Ich mache die zusammen zu einer und habe jetzt nun das. Und das ist jetzt AB. Robin, könntest du das bei CD genauso machen oder mir sagen, wie ich es da machen habe, wenn ich das einfach. Ja, ist ja im Prinzip dasselbe Prinzip wie bei AB, ne? Also. Genau, wir führen die einfach hier zusammen, machen so hin, haben da eine neue Klammer und haben dann CD. Ach so, Moment, dann könnte man doch hingehen, wenn der Strom unten und oben fließt, dann könnte man ja für R gesamt schon mal alle Widerstände zusammenrechnen. Aber wie? Alle in Reihe oder alle parallel? Nein, nein, parallel. Ja, du Also, musst nee, es. also es ist eine gemischte Schaltung, Es ist sagen eine wir gemischte mal Schaltung, genau.
Nee, ich sag mal so, wenn jetzt alle in Reihe wären, dann müsste das so aussehen. Ja, genau, dann wäre es ja einfach. Aber ich könnte Genau, die, die dann in wäre es so, Reihe. nochmal zum Verständnis, dann wäre es so, wenn alles in Reihe wäre. Und wenn alles parallel wäre, dann wäre es so und die wären so untereinander verknüpft. Genau. Aber du siehst ja, es ist weder der eine noch der andere Fall. Also so wäre dann nur parallel und so wäre nur Reihe, wenn wir hier Genau. die Dinger hätten. Aber jetzt siehst du, es ist irgendeine Kombination aus beidem. Und jetzt Genau. musst du halt mir sagen, was Reihe und was parallel ist. Ich würde, also ihr könnt euch das vorstellen, dass ihr jetzt eigentlich, also ihr seht ja jetzt schon, dass wenn jetzt, ihr müsst jetzt eigentlich die beiden Klemmen zusammenbringen. Genau. Das bedeutet, wenn ich jetzt das nochmal so mache und da jetzt einfach nochmal eine fettere Linie reinziehe oder eine längere Linie reinmache und mache so, habe ich hier CD. Ich Und erinnere mich hier. dann, dass wir das, Marius, dass wir das Männchen, dass wir das praktisch gestreckt haben. Genau. Im Ja, Endeffekt und machen wir das ja. Also Hände hoch, Füße runter und genau. zusammen. Genau, dann hätten wir nämlich eher die beiden RA-Widerstände, die hätten wir parallel geschaltet, genauso wie die beiden RB. Genau, aber untereinander. Hintereinander. Ne, untereinander. Wenn du dieses Männchen in die Länge streckst, dann sind die ja übereinander, also genau Sag parallel. mal, fangen wir mal mit RR an. RR bleibt weiterhin irgendwie da in der Mitte, egal was wir mit den Händen und Füßen machen. Okay. Okay, und jetzt gehen wir von dem aus nach unten und nach oben. Oder? Das haben wir weiterhin. Und da haben wir unsere beiden Knotenpunkte. Korrekt. Und jetzt müssen wir uns halt entscheiden, wie verhalten die sich jetzt zu den anderen? Ja, er wäre dann parallel geschaltet Zu? zu RA. Zu einem RA oder zu beiden? Zu beiden, nee. Ja, das ist jetzt die Frage, wenn ich die da hin. Zu beiden. Genau, das heißt, du musst eigentlich erst die beiden RAs zusammen machen. Genau. Robin, wie siehst du das? Ich hätte das jetzt anders gezeichnet, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das richtig gewesen Ja, wäre, ich glaube, ich aber. bin jetzt auch gerade irgendwo drin, wo es nicht ganz so verständlich ist. Wie würdest du anfangen? Oder wie Also, würdest ich hätte du? jetzt tatsächlich die beiden RAs parallel zueinander gezeichnet. Und den Ja. Ausgang hätte ich dann quasi. Also, ich hätte das quasi so seitlich aufgezeichnet. Ja, also, ich hätte quasi RA die beiden untereinander gemacht, parallel. Aber RA, warte mal, ich mach's mal so. Und wir können ja dann diskutieren, wenn wir mehrere Lösungen haben. Also RA Genau. untereinander parallel. Genau, und da rechts jetzt hätte ich dann RR angesetzt. Und da hätte ich dann genauso wie vorne Sehr RA gut, hätte ich jetzt ja. RB gemacht. Also das sieht auf jeden Fall schon mal so aus, als hätten wir das System dann übertragen. Jetzt müssen wir nur diskutieren, ob es dann sinnvoll ist oder ob wir doch mal nochmal nach, naja, nachjustieren müssen. Nee, so hätte ich tatsächlich, also so meinte ich es ja auch, als ob man das auf die Seite kippt und in Länge streckt. Genau, so wäre ich jetzt auch. Also ich habe gerade auch, ja, genau. Also eigentlich haben wir das genommen und um 90 Grad gedreht. Genau. Genau. Ich habe es gerade auch probiert, aber ich habe gerade auch irgendwie einen Knick im Kopf gehabt. Genau. Aber das meiste ist halt gut, wenn ich selber dann mehr weiter weiß, dann frage ich irgendjemanden von euch und dann kriegen wir es so irgendwie zusammen raus. Genau. Und da haben wir jetzt schön unsere 24 Volt. Drüber und hier unten eben die restlichen Sachen. Warte mal, kann ich euch das ja wegmachen? So. Und also die 20, die kann man jetzt ja hier schon mal gut hinschreiben. Und hier haben wir jetzt, also deswegen machen wir ja den oberen Teil, machen wir da die 500 rein. Okay. Moment, wir haben ja 120 Volt, ne? Sorry, das habe ich ein bisschen schlecht gemacht. Bei der ersten Teil von der B machen wir die 24 und dann machen wir nochmal den zweiten Teil, wo wir dann auf 120 wechseln. Ah, okay.
Genau, also ich müsste das jetzt. Also das ist zwar Aufgabenteil B. Das ist der erste Teil von der B und das wäre der zweite Teil von der B. Ah, okay. Also müssen wir. Okay. Sorry, das habe ich, das, ich hab ich schon gedacht, dass es zu vielleicht Komplikationen irgendwie führt. Genau, also der zweite Teil von der B, der ist eben, da änderst du nur einmal nur kurz die Spannung und dann passt es. Okay, sonst noch Fragen? Okay, dann können wir wirklich hier loslegen. Wie würdest du die jetzt zusammenfassen, Marcel? Ich würde hingehen, alles, was in Reihe geschaltet ist an Widerständen, würde ich die Formel nehmen. Das wäre dann halt einfach in dem Falle jetzt die 500 Volt wäre RA plus RA, also das sind ja unsere 1000 Ohm. Die würdest du in Reihe machen? Die würdest du auch addieren? Entschuldigung, andersrum, genau andersrum. Also die 20 Ohm, ne, würde ich jetzt einfach so stehen lassen erstmal, die würde ich unberührt lassen, also die 500 Ohm Ja. und die jeweils, was waren das unten, 800 Ohm. Würde ich ausrechnen. Das heißt, du kannst auf der. Wo ist mein Formelheft? Ja, moin. Da gab es diese schöne Formel mit RA. Moment, ich sag's dir sofort. Ja. Auf Seite 60. Genau, das war. Also, wir haben erstmal zum Verständnis, wir haben hier in der Parallelschaltung mehr als zwei Widerstände. Das heißt, wir nehmen dann oben Warte die mal, Form. warte mal, warte mal. Ich will auch gleich auf den eingehen. Wo siehst du jetzt in deiner Parallelschaltung mehr als zwei Widerstände? Einmal die mit den 500 Ohm und einmal die mit den 800 Ohm. Ja, aber es sind doch, also das ist eine Parallelschaltung und das ist eine Parallelschaltung. Okay. Aber Also können. diese einzelne Parallel hat nur zwei Widerstände. Also Ach nur weil du so. jetzt, also du hast jetzt keine vier Widerstände parallel. Also vier Widerstände parallel müssten jetzt, da müssten jetzt nochmal hier welche dran sein. Dann hast du mehr. Ach so, okay. Aber Dann du habe hast ich da. eigentlich jetzt nur zwei Widerstände parallel. Das heißt, da kannst du die einfache Formel nehmen. Genau, dann ist das 1 durch R gesamt gleich 1 durch Warte. 500. Korrekt? Nein. Nee, das ist die für die kompliziertere. Du kannst die einfache nehmen für zwei Ach Widerstände. so, da unten, ja, ich, okay, ich bin in der Zeile verrutscht. Also R gesamt gleich Ja? RA, also die 500. Soll ich erst die Formel sagen oder Ja, direkt? sag noch mal kurz, ich will gleich noch mal Ja, einhaken. Sag noch mal kurz. R gesamt gleich R1 mal R2 geteilt durch. Genau, R1 die ist plus es. R2. Und wenn du jetzt noch das Wissen anwendest, was ich dir vorhin gesagt habe, was passiert, wenn du zwei gleiche Widerstände parallel hast, dann brauchst du die Formel gar nicht. Genau. Ist Aber jetzt ich die wusste Frage. nicht. Ja. So, ja, sprich es mal aus. Nee, ich wusste jetzt nicht, wie gesagt, das war so, was der Marius eben mit den 1000 gemeint hatte, ne? Mit der Aufgabe Wenn du davor. das ausrechnest, kommen da ja, kommt die Hälfte von den beiden raus. Das meinte er, Genau, ne? also wenn ich Genau. jetzt hier, also wir können es noch aufschreiben, aber ihr könnt auch das Video, wo ich es dann vollständig, also eigentlich wollte ich ja hier jetzt ein schnelleres Video haben und wo man noch ein bisschen mehr über andere Sachen diskutiert, nämlich ich habe es schon mal ausführlich gemacht, also in der Prüfung würde ich euch trotzdem raten, es aufzuschreiben, aber hier würde ich jetzt euer Wissen anwenden. Der Ersatzwiderstand hier über die A's ist genau, wie ich gesagt habe, die Hälfte von einem Einzelnen, das heißt, hier kommen die 250 raus. Du kannst auch Ja. noch mal kurz die Formel nehmen, 500 mal 500 durch 500 Das plus ist. 500. Nee, das hatten wir eben mit der 4 ja auch. Genau, ja. Deswegen Unten brauchen wir kommen nicht dann vertiefen. die Ja. 800 raus. Die 400. Genau, und So. hier machen wir die 400. Genau. Und das rechne ich dann praktisch plus. Genau, weil, warte mal, da helfe ich euch noch mal kurz, dass wir auf jeden Fall da nicht aneinander vorbeireden. Ne? Du hast hier weiterhin einen Rumpf in der Mitte und jetzt haben wir da eben nochmal einen grünen und Korrekt. einen orangenen. Und die sitzen jetzt wirklich schön hintereinander in Reihe. Genau. Und die kann ich dann einfach komplett zusammen addieren. Genau. Ja. Und manchmal ist es da eben, wenn du halt dann wirklich diesen Trick oder das eben im Hinterkopf hast, mit ich weiß. Zwei paar gleiche Widerstände parallel ergeben die Hälfte, dann kannst du halt schon die Aufgabe so ein bisschen überfliegen und weißt, falls du dich verrechnest, wo ein Problem herrscht. Nämlich, wenn du gleich sagen kannst, ja gut, 500 mache ich Hälfte, mache ich da die Hälfte, zusammenrechnen, dann hast du halt relativ schnell schon mal ein Ergebnis. Das ist korrekt. Und dann kannst du natürlich noch den Lösungsweg dann eben hinschreiben, wie du hast, aber du weißt schon mal, wo es hinauf zielt und wenn nachher dann
Du merkst auf jeden Fall relativ schnell, wenn ein komischer Wert rauskommt. Und für deine Zukunft, wenn du halt später Führungskraft im Unternehmen bist und hast 5 Auszubildende und noch 3 andere Leute unter dir, da musst du halt auch mit relativ wenig Zeitaufwand mal kurz schauen und gucken können, machen die ihre Aufgabe richtig. Nämlich, wenn die irgendeine Aufgabe machen und die rennen da seit 2 Wochen gegen die Wand, und du blickst es erst nach 2 Wochen, kostet es halt ewig viel. Wenn du aber jetzt da mit einem kurzen prüfenden Blick drüber schauen kannst und dir nach einem halben Tag sagen kannst, wir müssen da mal kurz miteinander reden, das geht so nicht, sparst du halt für dein Unternehmen extrem viel Gelder ein und wenn das deine Chefs und so sehen, kriegst du halt mehr Geld ausgezahlt. Klar, verständlich. Genau, und so ist es eben auch hier mit den Aufgaben, dass man da eben so einen gewissen Überblick haben muss. Und das ganze Führungskraftmanagement-Ding, das kommt dann alles noch in HQ, aber ich würde sagen, die NTG im physikalischen Sinne bereitet dich darauf drin vor, dass man da das eben auch schon nutzen kann. Sehr gut, dann ja, kannst du mir einfach mal sagen, was wir da als Gesamtwiderstand haben? 620 Ohmen, 670 Ohmen, meine Güte. Ja, und es sind Ohm und keine Omen. Nee, sonst sage ich, denkst mal immer Amen noch dahinter. Ja. Aber es ist komisch, ne? Bei manchen anderen Sachen ist es dann so ein EN hinten hin, also irgendwie bei Breze oder so, da hast du deine Brezen oder so, ne? Genau, ja, das ist so Gewohnheit gewesen, aber das kriege ich auch raus. Ja. Hast du gesagt. Korrekt. Gut, Oh. Lukas, wie machen wir weiter? Oh, es ist einfach nur rechnen, I ist gleich U durch R, also die 24 Volt durch 670 Ohm rechnen. Genau, I ist U Gesamt durch R Gesamt. Dann hast du da raus 0,036 Ampere. Das rechnest du mal 1000, dann hast du 36 Milliampere raus. Sehr gut. Hast du das aufgerundet oder hat der Taschenrechner dir das angezeigt? Weil meiner zeigt mir 35,82. Mama, ich habe jetzt einfach mal. Mama, sorry, ich habe jetzt. Sorry, ich habe die 120. Sorry, mein. Ja, kannst ja aufrunden dann, ne? Hast ja hinten die 8 stehen, also Mama, 0,0. Mama, Mama, wir waren, glaube ich, einen Schritt zu schnell. Also, wir haben noch die 24 Volt. Ja. Die teile ich jetzt durch 670. Da sagt mein Taschenrechner, es ist 0,04. Weiter zeigt ihr mir nicht an. Und wenn ich das jetzt mal 1000 nehme, Mama, zeigt er nee, mir halt. Mama, wenn du 24 durch 670 machst, dann kommt 0,0358 raus. Genau, Korrekt. Periode. Okay, mein Taschenrechner zeigt mir 0,04. Dann hast du 24 durch 6. Mama, ich habe den Taschenrechner hier. Ich habe einfach 24 geteilt durch 670. Achso, ich habe 0,035 raus. Genau, kommt das. Und dann habe ich das raus. Ja, genau. 0,0. Ja. Okay, wenn ihr das, ich habe das jetzt einfach geteilt, also einfach mit dem wirklich geteilt. Aber Da selbst kommt dann, es auch raus, was? guck mal, Habe wie ich das auch heißt dann, probiert. zeigt er mir, wenn ich das eingebe, zeigt er mir 0,04. Robin, vielleicht hat er das bei dir schon einfach aufgerundet, der Rechner. Warte mal, dann macht Nee, dein Rechner irgendwie die komischen ich sehe Sachen. Dann gerade hast du in deinem Top. in deinem Rechner irgendwie eingestellt, runden alles auf 2 Nachkommastellen. Nee, geh mal in deinen Taschenrechner rein, geh mal auf Menü und dann klick mal wähl mal die 1 an. Ich habe Ja. gesehen, ich glaube, der ist falsch eingestellt. Aber Okay, dann ich hast mach du in den nochmal. Optionen nochmal irgendwie was. Ich mach das jetzt nochmal. Habe ich gemacht? 24 durch. Also ob Immer ich noch jetzt 0 Komma. 24 geteilt durch mache, also das macht dann auch, also da Das war ja musst kein du. Unterschied. Also da gibt dir immer diesen gerundeten Wert raus. Ja. Da muss ich dir nachher mal helfen in den Optionen, ob ich, also der rundet bei dir jetzt irgendwie komisch. Das ist wahrscheinlich irgendwie eingestellt, rund mir auf 2 Nachkommastellen. Also der. Also wenn wir jetzt hier aufrunden würden, dann hätten wir auch 0,04. Ich guck mal eben, vielleicht habe ich es jetzt hier Ansonsten drin. schreib einfach mal in die Gruppe, Robin. Der Basti, der kennt sich ja relativ gut damit aus. Okay, ja, mache ich später mal. Oder Weil schreib das den ist halt nämlich die Privaten. Frage, wenn die jetzt dann halt
Ja, Ja, nee, der nee, dann also das halt. ist sehr ungeschickt, dass der das rundet. Also, wenn du jetzt, hast du irgendwelche Besonderheiten in der Tasche eingestellt, die du gerne drin haben möchtest? Nee, gar Dann nichts. setzen einfach auf Standardsachen zurück. Also, wenn du ihn auf Standardwerte zurücksetzt, dann hast du den Fehler weg. Und, also sagen wir so, hättest du jetzt irgendwelche 10 wichtigen Einstellungen drin, die du sagst, die will ich unbedingt haben, dann würde ich suchen, wo wirklich die Einstellung ist mit dem Runden. Aber ich hatte das selbst jetzt auch noch nicht. Und wenn du jetzt sagst, du hast den bisher auch nur irgendwie so für Mini-Aufgaben benutzt und für nichts Komplizierteres, Oh, setzt den jetzt habe einfach ich es auf geschafft. Standard, Ich habe es zurückgestellt. auf Werkseinstellung zurück. Nee, ich habe anscheinend die. Ich habe es geschafft, dass er jetzt nicht mehr rundet. Okay, also hast du jetzt auch 0,0358 raus. Ja, 12.335 und dann musste ich auf SD gehen, ne? Ja, Genau. genau. Mit dem kannst du den Bruch und so umwandeln, ja. Ja. Also ich würde auch sagen, also hier, ich sehe jetzt auch, es gibt drei Optionen. Also ich würde sagen, das mit dem Periodenstrich, das verwirrt einen nur. Deswegen drückt Ja. da lieber so weiter, bis ihr einfach nur normale Zahlen, Dezimalzahlen habt. Okay, das ist weird. Also wenn ich jetzt in meinem Taschenrechner das mit dem Bruch eingebe, 24.670, zeigt er mir jetzt zwar diesen Bruch an. Ja? So, jetzt gehe ich auf SD, dann zeigt er mir das mit dem Periodenstrich an. Ja? Jetzt habe ich mich gefreut und jetzt drücke ich nochmal SD, dann zeigt er mir wieder 0,04. Da musst du mit dem Millionenstrich leben. So ein Drecksding. Ja, sorry, ich habe jetzt halt auch nur den Emulator da und ich weiß Alles nicht, wie das gut. bei mir sich auf dem normalen Ding verhält. Nämlich, ich habe jetzt den einen, den gleichen, den habe ich in meinem anderen Standort. Eingabe linear zu linear, linear zu dezimal. Mach den einfach auf Werkeinstellungen zurück. Ist Okay, das wie geht leicht? das? Da, vielleicht hat der Lukas da eine Ahnung. Mich selber nochmal gucken. Ich habe den tatsächlich noch nie auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ansonsten kann man auch einfach bei uns im Unterricht ja nachfragen. Das ist ja nicht das Ja, und Problem. ich glaube, es ist Ja. halt wahrscheinlich wie bei dem Handy. Man muss irgendwie irgendwo in ein Menü rein, wo man irgendwie sich so halbe abmelden will, ausloggen. Okay, das geht bei den Taschen jetzt weniger, aber. Habe ich. Okay, schließen wir die Aufgabe kurz ab. Jawohl. Das heißt, wir haben jetzt unsere gerundet an 36 mA raus. Also klar, man hätte jetzt vielleicht auch irgendwie auf die 40 aufrunden können, aber eigentlich wäre das dann halt zu harsch aufgerundet gewesen und dann hätte es noch nicht Abzüge gegeben. Und genau, und der letzte Teil ist jetzt halt einfach nochmal, ja gut, ich hätte jetzt anstatt gern diesen 24 Volt die 120 drinstehen und gehe dann eben auf U gesamt ist das U. Keine Ahnung, wie man es dann halt nennt. Du kannst es auch U120 nennen. Durch R gesamt. Und dann sollte dich das nicht verwundern, dass wenn du die fünffache Spannung hast, jetzt eben auch der fünffache Strom rauskommt. Ich habe 179,1 Milliampere. Ja. Habe ich auch. Genau. Da dachte ich. Okay, passt. Passt. Ich hätte jetzt aber nicht hergehen können und weil ich faul bin, einfach sagen können, okay, nice. 24 passt. Fünfmal in die 120. Ich rechne mein erstes Ergebnis einfach durch mal 5, oder? Doch, hättest machen können. Also wenn jetzt 180 hingeschrieben ist, hätte es für mich auch gepasst. Oder du hättest jetzt den Wert vom Lukas, der war es ja davor, den haben wir ja auch schon gerundet. Wenn du da jetzt noch eine Nachkommastelle mehr mitgenommen hättest, dann wären ja eigentlich 35,8 rausgekommen. Ja, genau. So Und habe ich wenn es du halt den hier stehen. jetzt halt mal 5 machst, dann kommst du ziemlich genau auf das Ergebnis. Also dann kommst du auf das Ergebnis. Also das Ja. sind nur Rundungssachen. Okay. Ja, aber ich, also sag mal so, wenn ich es korrigieren würde, würde ich da, also wenn du das halt siehst, du siehst, es geht in die Formel einfach da linear mal 5 ein. Dann hättest, aber sag mal so, eine halbe Minute hättest vielleicht maximal damit sparen können. Ja, alles gut. Ich habe ja dann auch noch einen Rechenweg und ich glaube, der gibt ja auch noch Punkte und so, ne? Also im Zweifel. Ja. Ja. Also wenn du gar Ja. keine Zeit mehr hast und siehst jetzt, der reißt mir eigentlich jetzt schon den Zettel aus der Hand,
Dann machst du halt nochmal 5 und schreibst 36 mal 5 sind 180. Ja, Aber wenn du okay. noch die 15 bis 30 Sekunden entbehren kannst, dann schreibst du Ja. die Formel halt nochmal ab.